Es ist endlich passiert. Wir haben es geschafft. Ich bin fertig mit meinen 100.000 Brautkleid-Anproben. Hallo, meine Lieben. Was geht ab, die Harrison? Was sagt, gell? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir zwei, ich mache gerade die Kaffeemaschine an da hinten, ne? Und da läuft gerade Wasser raus zum Reinigen. Das sieht die Mia, gell? Ja. Wo ist der Papa? Papa. Wo ist der Papa, Papa. Ha? Der ist einfach weggegangen, ohne Tschüss zu sagen. Schatz, schäm dich. Nein, Spaß. Er wurde entführt heute Nacht von seinen Jungs zu seinem Junggesellenabschied. Und wir sind jetzt ein paar Tage alleine zu Hause, gell? Papa. Ha? Ja. Ich habe jetzt uns gerade, also uns hier, ich habe jetzt Mia gerade angezogen, mir kurz was angezogen und ihr die Haare gemacht. Und ich werde einfach mal die Kamera mitnehmen heute. Was willst du machen, gell? Den da? Ja. Ja? Mama muss den noch ganz kurz waschen und schälen. Oder nicht? Die kann gerade jeden Tag so einen ganzen Apfel essen, wirklich. Die liebt Obst und Gemüse. Jeden Morgen erstmal eine Portion Kaffee für mich und ich habe immer noch meine Kaffeemaschine, weil ich mich nicht von ihr trennen kann. Obwohl wir hier in der Küche auch eine eingebaute Kaffeemaschine haben, habe ich die noch nicht einmal angemacht, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie die funktioniert. Also ich hatte auch noch gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, wie die funktioniert. Deswegen bleibt die erstmal. Und wir haben hier einen Induktionsherd und ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir hier jetzt schon eingebrannt ist, weil ich das gar nicht gewohnt bin, dass das alles so schnell geht. Also früher habe ich ja immer, auch wenn ich Nudeln abgekocht habe oder sowas, habe ich das Wasser vorher immer im Wasserkocher gekocht und dann aufgestellt, weil mir das immer ewig, also viel zu lange gedauert hat. Und hier geht es mir fast zu schnell, ich komme gar nicht hinterher. Also die Butter, die ist jetzt da drin schon so am Brutzeln, also ich hau jetzt die Eier mal gleich rein. Ich schwöre euch, ich liebe so sehr Eier zum Frühstück. Unser Essen, guten Appetit. Irgendwie kommen wir nicht ganz so in die Puschen heute, aber ich habe gerade einen Anruf bekommen. Der Vermieter, also wir haben ja die Wohnung hier gemietet, der Vermieter hat sich gemeldet und gemeint, er hat einen Kammerjäger bestellt wegen den Wespen da draußen. Ne? Ja, also irgendwie muss der gucken, was man da machen kann, weil die kommen halt auch in die Wohnung und kommen auch immer vor an den Hauptbalkon, wo wir immer uns aufhalten. Und es ist ein bisschen gefährlich für die Mia. Deswegen kommt ihr heute mal vorbei und schaut danach. Und dann kommt heute auch noch Rebecca zu mir. Rebecca macht ja auch mein Braut-Make-up, meine Brauthaare. Und heute macht sie mich nochmal schön, denn ich gehe nochmal zu. Ich traue es mir aber gar nicht mehr zu sagen. Ich weiß, ich spinne total. Aber ich gehe heute nochmal zu meiner hoffentlich letzten Brautkleid-Anprobe. Ja. Ich bin echt schlimm. Aber das letzte Problem, was jetzt war, ist die Länge vom Kleid. Ich habe ja Schuhe bestellt und Schuhe bestellt und Schuhe bestellt. Und ich habe immer noch keine. Ja, und es hat auch nochmal einen bestimmten Grund, warum ich mich heute richten lasse. Ich hatte ja meine letzte Anprobe vor 1,5 Wochen. Und da war ich mit meinem Hausfrau, meinem Mutti, dutt und ungeschminkt und hatte das Kleid an. Und irgendwie habe ich mich nicht so zu 1000% wohlgefühlt. Und deswegen habe ich gesagt, nochmal so vor der Hochzeit, so die letzte Anprobe hoffentlich, einfach mich nochmal so richtig schön fühlen und mit einem guten Gefühl dann den Wedding-Countdown zu genießen. Kann man das so sagen? Unsere Balkonstühle sind auch übrigens angekommen. Und ich tue jetzt hier mal, die letzten Tage hat es hier nur geschüttet, hier mal ein bisschen Ordnung machen und den Balkon aufräumen, weil überall liegen hier Blätter rum, gell? Und hier haben wir auch einen Hocker und eine Bank, aber es ist jetzt alles nicht so ganz aufgeräumt und hier wird dann unser Grill stehen bleiben. Komm, wir gehen dahinter. So. Und da haben wir noch zwei liegen, also es wird schon richtig schön. Genau, und das muss ich alles gleich aufräumen. Der Kammerjäger war jetzt da und er kümmert sich jetzt um die Wespen. Also was er da jetzt genau macht, das weiß ich noch gar nicht, aber er hat gemeint, er kümmert sich fachgerecht darum. Und jetzt müsst ihr mal aufpassen. Komm her, jetzt haben wir eine Fliege entdeckt, gell? Die nicht abholzt. Eine richtig fette Fleischfliege. Warte, ich will gleich nicht ganz so hoch. Warte. Oh, oh. Vorsichtig.
Die kitzelt die Fliege. Ja, da, Mama. Oh, guck mal, da unten ist sie jetzt. Schau mal. Die lassen wir jetzt gleich frei, ha? Huh? Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt alle die Ohren zugehalten. Wer ist da? Sie sagt die ganze Zeit Tante, die Rebecca ist da. Gell? Die macht mit der Mama jetzt schöne Haare und schönes Make-up. Mia. Wen haben wir denn da? Schon wieder die Rebecca auf dem Klo, wie letztes Mal. Ja, warte, ich gehe mal in die Position, Moment. Zu geil. Zu geil. Okay. Mia sitzt in ihrem Lieblingszimmer. Gell? In unserem Ankleidezimmer. Und sie zeigt gerade der Rebecca, was sie alles kann. Und es ist so faszinierend, wie sie mir mal zuschaut. Und jetzt, guck mal. Also es ist echt so endsüß. Sie weiß einfach alles, wo was hingehört. Guck mal, ich gebe ihr mal was und dann seht ihr das. Schau mal, Mia. Was ist das da? Guck mal. Das ist das Faszinierendste. Was ist das? Wo kommt denn das hin? Schau mal. Wo kommt das hin? An die Augen, gell? Und schau mal hier, Mia. Schau mal. Oh. Das ist cool, gell? Jetzt haben wir hier Puder, gell? Also ich zeig das ihr nicht, gell? Nur so by the way. Das guckt die sich bei mir ab. Wow. Jetzt schaut euch das an. Warte, Mia. Oder, warte, ich gebe ihr nochmal was anderes. So, dann gebe ich ihr mal einen Lipgloss. Jetzt passt auf. Schau mal, Mia. Was ist das? Ja, Schokolade. Gell? Das ist für... Sag mal. Sag mal. Deine Utensilien. Was ist das? Oh, jetzt hat sie was anderes gefunden. Mamas Wimpern, gell? Hey, wie witzig. Tust du der Mama mal so gut zuschauen, ha? Huh? Wow. Okay, danke. Hier, dein Lipgloss. Und er ist aber echt fest zu. Okay, jetzt. Ja, ich mach die, glaube ich, immer ein bisschen fester das zu. Nicht. Aber jetzt guck mal. Oh. Okay, jetzt wieder zumachen. Und die macht die Mama immer danach so. Also jetzt wirklich, ich zeig ihr sowas nicht. Also nie. Never. Aber sie hockt halt immer bei mir, wenn ich mich schminke und sie sieht es, was ich benutze und wo ich das benutze. Und immer wenn die dann hier drin ist und da rumwurschtelt, dann sehe ich immer ihre Handbewegungen. Ich finde, das ist total faszinierend. Das ist so ein richtiges Mädchen. Jetzt reicht's aber wieder. Tu mal Gesicht waschen. Gibst du den der Mama? Ja. Ja, danke. So, was ist da los? Was ist da drinnen? Ich habe meine Schuhe. So, ja, jetzt warte. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die auch passen. Bitte, bitte, bitte. Warte, Mia, nicht so eilig. Das ist ein Unpacking, Mia. Das geht langsam, warte. Wo sind sie denn? Hey, ist eine Bobschuhe drin? Gleich. So, das wären die. Oh, die schauen aber sehr hübsch aus. Und es ist halt die gleiche Marke wie die hier, die eigentlich angedacht sind. Aber es schaut, die sind ein bisschen flacher. Oh nein. Was denn? Was? Was? Falsche Größe. Nein, was ist denn? Sag mal. Ich habe die eigentlich immer in 8 und das ist eine 9. Das heißt, die werden wieder viel zu groß sein. Wohl. Ey, die schauen aber, das schaut aus, als würde das extrem gut passen eigentlich. Ein bisschen groß. Bisschen locker, schon. Ne? Ha, aber schön sind sie, ne? Voll schön. Und bequem auch. Mama. Ja, schon ein ganz anderes Gefühl. Also die fühlen sich, die sind halt hoch, ne? Mhm. Und die sind halt flacher, also die sind schon bequem. Und schön auch, gell? Ich finde sie auch voll schön. Also ich nehme die jetzt auf jeden Fall mal mit zur Anprobe. Also hier jetzt nochmal die Nahaufnahme. Bitte achtet nicht auf meine wunderschön gemachten Zehennägel, die nämlich alle abgebrochen sind. Also das war ja der Hauptschuh. Und dann brauche ich ja auch noch einen Wechselschuh. Und da war jetzt der angedacht, weil der ist einfach flacher. Und der ist halt bequemer und in dem halte ich es dann auch aus. Und eigentlich fühlt es sich schon gut an. So, wir fangen hier schon an.
Die Mia schläft. Und meine Haare sind auch fertig. Ich zeige es euch gleich mal. Genau, ich habe jetzt... Ich weiß, Schuhe stellt man nicht auf den Tisch. Ich habe den extra hingelegt. die Hochzeitsschuhe, die ich jetzt bestellt habe, die sind alle von Bedley Mischka. Und die habe ich in L.A. mal gefunden. Und die sind mega bequem. Und deswegen habe ich die jetzt immer bei Amazon bestellt. Und ich habe mir jetzt diesen klitzegleichen Schuh nochmal eine Nummer kleiner bestellt. Und der kommt tatsächlich noch vor der Hochzeit an. Und dann wird das mein Hochzeitsschuh sein. Voll schön, oder? Ja, Rebecca hat mir jetzt mal Locken eingedreht. Und ich finde, die Farbe sieht dann so, so toll aus. So glänzend. Ja, und jetzt erstmal noch Make-up. Make-up ist auch fertig. Also so liebe ich ja es, mein Make-up zu tragen. Und ich denke, so ähnlich werde ich auch das Make-up an der Hochzeit halten. So ein bisschen Glitzer, schöne, dezentere Wimpern. Und ja, und so sind die Haare auch so wunderschön, aber ich habe halt Angst, dass die sich aushängen oder sowas. Wir probieren jetzt, glaube ich, nachher nochmal die so ein bisschen hochzustecken, aber ich werde eine Bridezilla, ich sag's euch. Bei mir geht's ab. Mein Appetit ist, wie gesagt, weg. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt. Es ist einfach gerade so richtig Nerven. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Es zehrt an meinen Nerven. Ja, wir haben es geschafft. Die Tasche ist gepackt. Da sind jetzt alle Schuhe drin, die ich vielleicht anziehen könnte. Ich bin so schlimm, ey. Hello again. Hi, grüß dich. Hi, servus. Schön, dich wieder zu sehen. Wir sind schon best friends hier, das sage ich euch. Ja, ich bin wieder bei Perlenweiß angekommen. Es ist endlich passiert. Wir haben es geschafft. Ich bin fertig mit meinen 100.000 Brautkleid-Anproben. Und jetzt werden alle Tüten, alle Outfits, alle Kleider für Mama, Julia, Schwestern, mein Outfit, mein Barbecue-Outfit, alles nach Hause transportiert. Zum Glück ist Domi nicht zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Und jetzt muss ich euch mal zeigen, wie süß Mia ist. Das ist gerade unser Lieblingsspiel am Abend. Wenn ich ihr Schlafanzug anziehe. So. Also, Mia muss jetzt mir vertrauen und herunterspringen. Komm. Komm. Eins. Zwei. Komm. Komm. Und jetzt. Komm. Wow. So, und jetzt geht die Mia schlafen, oder? Nach so einem Erfolg. Nach so einem erfolgreichen Tag, wollte ich sagen. Oh, es war so ein schöner Tag heute. Es fühlt sich so mega geil an. Wir haben zwar nichts mehr mit den Haaren ausprobiert, aber es ist mir jetzt völlig wurscht, denn die Kleider? Ich habe zwei Kleider. Ich werde mich in der Hochzeit einmal umziehen. Also könnt ihr euch auf zwei geile Kleider freuen. Naja, also es fühlt sich einfach geil an. Die Kleider, die sitzen, die passen. Und jetzt könnt ihr euch leider nachvollziehen, warum ich so oft bei der Armbrücke war. Aber eher nicht, weil es trotzdem gesponnen war. Aber wir haben es geschafft. Und Mia hat auch zwei Kleider. Gell? Was aus? Sollen wir die Kamera ausmachen? Ja. Wenn du das sagst, okay. Ciao. Wie glücklich ich bin, dass ich jetzt einfach fertig bin. In knapp einer Woche ist die Hochzeit. Und die Schuhe, die ich jetzt bestellt hatte, also die neuen, die sehen so toll aus. Also zu beiden Kleidern. Also ich werde jetzt mal gucken, welche Schuhe ich wann, wie, wo anziehen werde. Das werde ich dann spontan machen, wie mir dann auch die Füße wehtun werden. Aber ich bin fertig. Ich habe alles. Mia hat alles. Und genau, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, so organisatorisches. Und dann heiraten wir einfach. Die ganze Arbeit heute auf zwei Seiten.
Schon krass, gell? Ganz liebe Grüße gehen heute übrigens an Celine Liebrich. Und wenn du auch gegrüßt werden willst, musst du einfach nur unseren Kanal abonnieren. Aber ich hoffe, das machst du eh schon, wenn du hier unsere Videos anschaust. Und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und dann hoffe ich sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. War schön mit euch. Tschüss.